Hallo Tina, wir sind dort von dir und sehr erfreut, dass ich dir noch eine Geschichte erzählen kann. Ich bin Elisabeth und ich freue mich wirklich sehr, dass die Wahrheit mit uns zu wählen, noch mehr von Gott sein Wut lernen. Gleich hier auch in tollen Dingen zu lernen, was wir tun können, zum Gott loben und Gott ehren. Von dir werden wir was ganz Besonderes lernen. Wirklich Superheroes, wirklich Superhelden. Eigentlich die Säure. Wollt ihr noch was uns sind? Dort sind somebody, wer uns was Besonderes tut. Aber was Besonderes? Habt ihr uns eine Idee, was dort wird sein? Gewöhnlich ein Superheld, der wird andere Menschen helfen. Any Movie, was ihr dann sein, wo ein Superheld buchen ist, der wird einmal andere Menschen helfen, nicht so? Ein gleiche Superhelden? Jo, ihr doch nicht so? Aber wer will gleich ein Special Superheld zu sein? Ich will gleich ein. So, wenn ihr dort öffnen gleich, dann werden wir diesen Weg uns proben zu lernen, andere Menschen helfen. Something done für die anderen Menschen. Okay, seid ihr heute für unsere Geschichte? Gut, ich sein auch. Okay, was wir mal sehen, wo uns erstes Bild wird sein. Okay, wer ist dort? Dort ist ein König, dort ist Pharao. Aber dort wird nicht in so einer Schafjagdkönig. Dort sitzt es heute als ein Bedal, nicht so? Heute hat Angst. Und als die Menschen, wenn die Angst haben, dann waren die doll und verdrießlich. Und dort ist, was das König tut. Heute gleich nicht dort das Volk Israel. Wollt ihr noch, wer das Volk Israel ist? Dort sind Gott seine Kinder. Dort sind die Menschen, die Gott leben tun. So, heute hat Angst. Dort Volk wird viel zu groß worden. Du wirst viel zu viele Menschen worden. Dann wird noch mehr sein als so. Dann wird noch mehr sein und dann wird stärker sein als so. Und heute gleich den Gedanken nicht. Und dort mögt am Dorn. Bloß den Gedanken allein an. Und dann, wo glaubt ihr durch das König dann? Heute seht, von all das Volk Israel sollen all die kleinen Jungs, all die kleinen Babys, die Jungs werden, da sollen in ein Riefer nennen. Und du sollst dich verdrängen. Es tut nicht so ja traurig, wenn wir dann du überdenken. Ja, stell dir mal vor, wo traurig all die Geschwister waren gewesen, oder all die Mamis und Daddys. Ich glaube, die waren so geraten, was dort passiert. Du wie diese eine Mami, da hat auch ein kleines Jungchen, ein Baby. Soll dort ein Körbchen machen und dann dort sie ihr Baby durchnehmen, dann drückst du dort auf den Riefen ab und du schwamm dort. Was wird passieren? Wird Gott nicht das Baby abpassen? Den Gedanken ist ein bisschen scary, nicht? Was wird passieren? Aber Gott hat einen besonderen Plan. Dann auf einmal, dann kommt den König Pharao seine Tochter durch. Dort wird eine Prinzessin und sie fängt das Baby durch. Sie gleich das Baby instantly. Sie gleich dort. Aber sie kann dort Fuß sein, dort wird nicht von der Ägypter. Sie kann dort sein, dort wird von den Israeliten. Sie nimmt dort. Und so doch Fuß besiegt, das ist mein Baby, because ich habe das gefunden. Und so sieht auch Fuß, wo dort heute soll. Dort soll Moses sein. Wollt ihr, wo dort meint? Dort meint, heute ist ein Mutter gefunden. Kriegt es heute wieder. Dann, auf einmal, dort Baby fängt an zu rohren. Dort Hunger. Dort wird traurig. Dann hast du schon eine Nacht mehr umgedacht. Aber wer ist das Mädel? Dort ist Miriam. Dort ist der kleine Baby seine Schwester. Dort Baby Moses. So kam du schwimmen ungerannt und dann fragst du die Prinzessin. Soll ich eine Tante holen, wo dort Baby Wutchen mal geben und dort Baby abholen? Dort wird eine gehörige da sein, dachte die Prinzessin. Yes, sagte diese Girl. Ran schwind somebody holen. In Miriam soll fräsig, soll wiss, krack, der rechte Person wem, soll wird holen. Soll ran. Ich glaube, was so sehr gerannt hat, dass ihre Beine können Mondala. Aber soll ran schwind ihre Mami holen. Und so kam dort, dass Gott hat versorgt, dort Moses kann weiter bei Miriam sein, heute kann bei seiner Mami sein, du wo an dort schon ging, du wo er sich safe fühlt. Aber later, dann kam die Prinzessin weiter Moses holen. Und so hat Gott gebraucht, Miriam, wenn soll dort Moses abholen.
soll wir ein Superheld, was mir dem nicht ohne ein kleiner Bruder abgepasst, was wo dann sein mit dem passiert. Sie wollen wieder nur unsere kleine Geschwister abpassen, dann sind wir Superhero, Superhelden. Es tut nicht exciting? Eins du mal jankert ans du Geister, aber wer will du undenken, wann wieder nur unsere kleine Geschwister abpassen, dass Miriam deine Moses abpassen, eben wann Moses so bloß du an Wutter in der kleine Köpfchen schwamm, soll post kreiken er Bruder ab. Und soll wir ein Superheld, so wär wie diese Weg auch. Jedes Mal, wenn wir mal eine unsere Schwester oder unsere Bruder abpassen oder eine somebody else abpassen, dann werden wir uns denken, wir sind ein Superheld. Okay, werden wir noch mit mir auf den Spruch sein? Okay, ich kann ein Superheld sein, so ist Miriam. Wollt ihr wissen, wie das geht? Wenn soll dort eine kleine Bruder abpassen? Werden wir noch einmal. Ich kann ein Superheld sein, so ist Miriam. Kinga, thank you so much für so vielen Hörchen, dass ihr wirkt in unserer Geschichte. Nicht für jeden, wer wir ein Superheld sein. Dankeschön, bye!